Hallo ihr Kekse, wir spielen mal wieder, und zwar diesmal Evolution Worlds. So, ein bisschen leise machen, sehr schön, Press Start. Gleich kommt ein kleines Intro, das läuft von alleine, wenn man nicht Start drückt, deswegen lasse ich das mal laufen. Und ich lese euch mal kurz die Vorgeschichte vor, weil nämlich ohne Vorgeschichte fängt das Spiel doch schon ziemlich komisch an. Also ich lese jetzt einfach mal. Seit dem Untergang einer uralten, fortgeschrittenen Zivilisation sind tausende von Jahren vergangen. Unsere Geschichte spielt im Jahr 930. Nach dem westlichen Kalender hat sich die neue menschliche Zivilisation mittlerweile weit genug entwickelt, um Unterseeboote und Fluggefährte zu bauen. Eine Gruppe besonderer Menschen ist in der Lage, das Cyframe zu benutzen, ein Relikt, das in den Ruinen der vergangenen Zivilisation gefunden wurde. Sie werden Abenteurer und Cyframe-Benutzer genannt. Und sie erhalten wieder Aufträge von einem Forschungsinstitut, das als die Gesellschaft bekannt ist. Sie verwenden ihr Cyframe, um die Ruinen zu erforschen. Nick Launcher ist ein Junge, der in Pennantown lebt und davon träumt, ein erstklassiger Abenteurer zu werden, so wie seine Eltern. Obwohl die angesehene Launcher-Familie bisher Generationen von berühmten Abenteurern hervorgebracht hat, kann sich der momentane Clan keiner Heldentat rühmen und steht nur kurz vor den Ruinen. Max Elder sind beide spurlos verschwunden. Seit sie von einem Abenteuer nicht mehr zurückgekehrt sind und so vieles auf Mac, das Oberhaupt der Launcher-Familie zu werden. In der Nähe von Macs Haus in Pennantown befinden sich viele Ruinen, die Abenteurer aus fremden Ländern oft besuchen, um Ausgrabungen auch anzustellen. Wie die anderen Abenteuer verbrachte auch Max seine Tage mit der Erforschung der Ruinen auf der Suche nach Abenteuern. Das kleine Mädchen Dina weicht nie von Max Seite, wenn er die alten Städten erforscht. Als sie vor 3 Jahren das erste Mal auf der Schwelle der Launcher auftauchte, hatte Linnea einen Brief bei sich, den Max' Vater geschrieben hatte. In dem Brief stand nur: Mac, beschütze das Mädchen Linnea. Unter dem wachsamen Blick seines treuen Butlers Gray erlernt Mac den Umgang mit dem Cyframe und macht sich nun mit Linnea auf die Suche nach Abenteuern. Ja, dann drücken wir jetzt mal Start. Und nun gehen natürlich. Rumble on. Und es geht los. Lustig ist, es geht wirklich gleich los. Wir stehen hier, können uns aus unseren unterschiedlichen, ja, wie nennt man das eigentlich? Dingern irgendwas aussuchen. Und ja, wir nehmen jetzt einfach mal hier Attacke, und das ist ein kleiner, das ist ein größer. Da ich weiß, dass der Mac kräftiger ist als die Linnea, sieht man auch an den Leveln. Mac hat Level 6, Linnea nur Level 4. Greife ich mal den großen an. Und er haut ihn nämlich dann mit seinem Frame. Leider hat er ihn nicht kaputt hauen können, aber haut ihm Linnea auch noch eins auf den Deckel. Scheiße. War uncool. Ich hätte gedacht, dass die beiden ihn kaputt bekommen. Nee, jetzt haben nämlich beide was abbekommen. Na, dann hau ich jetzt dem erstmal auf die Nase. Er müsste jetzt weg sein. Dann zieht er dem nochmal auf die Nase und dann müsste er aber auch weg sein. So, hier kriegt Punkte. Sans A wimpy monster like that was a piece of cake, not even a problem. So ein Weichei-Monster wie das war ein Stückchen Kuchen. Also, auf jeden Fall kein Problem für uns. We've come this far. The treasure must be nearby. You can still go on, right?
Wir sind so weit gekommen. Der Schatz muss irgendwo in der Nähe sein. Du kannst noch gehen, oder? Good. Then we are officially back in business. Dann gut, dann sind wir offiziell zurück in Business. Hey, look at this. This will get us out of the trickiest of situations. Hey, schau dir das an. Das wird uns aus den schwierigsten Situationen rausbringen. So, let's do it. So, lass es uns tun. This is so obvious. This has to be a trap. Das ist so offensichtlich. Das muss auch eine Falle sein. Und sie nickt. Ah, passiert was? Oh, jetzt passiert was. Wow, ich glaube es nicht. No way! No way, man. Let's get out of here. Komm, lass uns abhauen. Und er haut ab. Lässt das kleine Mädchen allein stehen. Nein, er kommt zurück und redet sie natürlich. Wie man das so ein kleines Mädchen machen muss. That was close. What were you doing, Linear? You have to run away when things get dangerous. Das war knapp. Was hast du da gemacht, Linear? Du musst davonrennen, wenn es gefährlich wird. Oh, wird gestreichelt. Thanks, but I'm okay. I'm not hurt. What about you? Are you hurt? Ach, danke, aber ich bin okay. Ich bin nicht verletzt. Bist du verletzt? Huh? Hey, Linear! Hey, Linear! Ich spreche dir jetzt einfach mal Linear aus. Wenn mir das einfacher ist als Linear. Oder wie auch immer. That painting! That's the Messenger of Light! That's the one the Society told me about! Diese Zeichnung, das ist der Bringer des Lichts. Das ist derjenige, von dem mir die Gesellschaft erzählt hat. Alright, we did it! Linear, this is the place! The treasure must be on top of that picture! Genau, wir haben's geschafft, Linear. Das ist der Platz. Der Platz, der Schatz muss auf dem Bild sein. Also obendrauf, richtig. Still going on adventures with that scaredy cat girl, huh? Haha, Meg Launcher. Bist du immer noch mit diesen Angsthasenfußmädchen auf Abenteuer? That voice. No, it couldn't be. Diese Stimme, das kann doch nicht sein. Yep, it is. And I helped myself to all doch the ist es. And I helped myself to all the treasure. Und ich habe mir selbst zu all diesen Schätzen verholfen. Nee, ich habe mich selbst zu dem Schatz verholfen. Jane, how did you get here? And where did you get that treasure? Jane, wie kommst du denn hierher? Und woher hast du diesen Schatz bekommen? I'm an adventurer too, you know. And finders keepers is the only rule among adventurers. Ha, ich bin auch ein Abenteurer. Und wer es findet, darf es behalten. Ist die einzige Regel unter uns Abenteurern. Either way, there's no way your psi frame could have made it up here anyway. Und überhaupt, es gibt keinen Weg, dass dein psi frame es hier hochgeschafft hätte, ganz egal wie. Unlike mine, it can't fly. You should be grateful to me for saving you the needless effort. Denn deiner kann nicht fliegen, so wie meiner. Solltest dankbar sein, dass ich
dass ich dich davor bewahrt habe, dass deine ganzen Anstrengungen umsonst waren. Und da fliegt er runter, der kleine Junge. I heard this loud noise, then saw you guys running for your lives. Ich habe laute Geräusche gehört und habe gesehen, wie ihr um euer Leben gelaufen seid. You shouldn't fall for a trap like that, you sorry excuse for an adventurer. Ein Profi sollte nicht auf so eine einfache Falle reinfallen. You sorry excuse for that. Du bist so eine billige Entschuldigung für einen Abenteurer. Also du bist so ein billiger Abenteurer. You dirty rotten. Du dreckiger, verrotteter. You shouldn't even be here interrupting my work. The ruins are off limits to amateurs. Du solltest gar nicht hier sein und meine Arbeit stören. Diese Ruinen sind viel zu schwer für Amateure. Hey, don't get so mad. Look, you're frightening Linear. Sei mal nicht so sauer. Du hast Linear erschreckt. Mad? Who's mad? I'm just saying what any professional would say. Sauer? Wer ist denn sauer? Ich sage nur, was ein Professioneller sagen würde. It's that temper of yours that makes people mistake you for a man. Es ist genau dieses Verhalten von dir, dass die Leute glauben lässt, dass du ein Junge bist. Genau, das war nämlich auch genau die Stelle, wo ich dann gemerkt habe, okay, der kleine Junge ist gar kein Junge, sondern ein Mädchen. Jane, if you could just stay calm and quiet, you might actually be kind of cute. Jane, wenn du ruhig bleiben könntest, könntest du sogar irgend sowas ähnliches wie süß sein. How dare you, you jerk! Was erlaubst du dir, du? Was hat das damit zu tun? Instead of arguing here, we should be working to do the best job we can, so we can be proud to be adventurers. Anstatt hier rumzudiskutieren, sollten wir. Wir sollten daran arbeiten, die beste Arbeit zu tun. Die beste Arbeit abzuliefern. Damit wir auch stolz darauf sein können, Abenteurer zu sein. Well, now that you put it that way, I guess I wouldn't mind helping you now. Aber wenn du das so tief runterbringst, dann würde ich da auch nicht helfen. After all, I would be 100 times more help than an amateur girl like her. Überhaupt wäre ich 100 mal nützlicher als dieses Amateurmädchen da. Ja. So if you ever need my help, just come to my place. I'm out of here. Ich glaube, der hat vorhin gemeint, dass er ihm doch helfen würde. Egal. Wenn du jemals meine Hilfe benötigst, dann komm einfach zu mir. Ich hau ab hier. That chain. No one can ever accuse her of not speaking her mind. Diese Chain. Man kann ihr auf jeden Fall nicht sagen, dass sie nicht das sagt, was ihr auf der Zunge liegt. And she took the treasure with her too. Und sie hat den Schatz mitgenommen. Oh man, without the treasure, I won't make any money on this assignment either. Oh Mann, ohne den Schatz werde ich wohl kein Geld an diesen Auftrag machen. Oh man, another assignment ends in failure. I can just see Gray's angry face. Oh Mann, und wieder ein Auftrag. Fehlerhaft beendet. Oder halt nicht erfolgreich beendet. Ich kann schon.
die saure Miene von Gray sehen. Wo immer wieder eine Standpauke gehalten wird. I see. You reach your destination and are about to begin collecting the treasure. Okay. Du hast also dein Ziel erreicht und warst dabei, den Schatz einzusammeln. But Chaingun beats you to it. Your mission ends in failure and you get nothing from the society. Aber Chain ist dir zuvor gekommen. Du hast deine Mission mal wieder fehlerhaft beendet und hast nichts mitgebracht für die Gesellschaft. That about sums it up, yes? Das fasst es zusammen, ne? Yeah, I guess so. Ja, ich glaube. I had to use a lot of items. I lost money on this assignment. Und ich habe viele Gegenstände eingesetzt und Geld verloren in diesem Auftrag. Meg. Listen to yourself. Sort of had to. Lost money. Hör dir doch mal selber zu. Geld verloren. Hab so wie. For generations, the Launcher family has produced the most renowned adventurers in these parts. Für Generationen hat die Launcher-Familie die renommiertesten Abenteurer in dieser Gegend hervorgebracht. Is it not the Launcher family's long cherished dream to find Evolutia, the legendary Cyframe? Ist es nicht der Launcher family lang gehegter Traum, Evolutia zu finden und darin das legendäre Cyframe? Evolutia, das legendäre Cyframe zu finden, so. Yet now our operations lose money and we depend on the society for work. Aber jetzt, all unsere Aktionen kosten uns Geld und wir sind abhängig von der Gesellschaft, um weiter arbeiten zu können. Someday we will find Evolution and Phoenix-like be reborn. Eines Tages werden wir Evolution finden und wie der Phönix aus der Asche uns wieder heben. Und deswegen brauche ich deine Hilfe, Mac. Come on, Gray. You worry too much. Ach komm schon, Gray. Du machst dir viel zu viel Sorgen. Ich weiß, was zu tun ist. Ich werde einfach keine Fehler mehr machen. Ich verspreche es. Das sind nicht sehr coole Versprechen. Na dann. Ich hoffe es mal für uns. Oder ich hoffe es mal. Meg, you don't know the importance of your position as head of the Launcher family. Or do I just worry too much? Oh Meg, du weißt überhaupt nicht, wie wichtig deine Position als Familienoberhaupt ist. Oder mache ich mir viel zu viel Sorgen? He lacks seriousness. Er ist so downright irresponsible. Sorglos. Ihm fehlt die Seriosität. Ja, er ist regelrecht irresponsible. Oje. Das ist on the fly übersetzen ist gar nicht so einfach. Verantwortungslos, genau, hier ist regelrecht verantwortungslos. Hey Gray, I'm standing right here. Hey Gray, ich stehe genau hier, weißt du? Hey, are you even listening to me? Hörst du mir überhaupt zu? Nonetheless, I have served the Launcher family for many years. Ich diente der Launcher Family vor vielen Jahren und ich habe viele Abenteurer gesehen. My experience tells me that his Erfahrung sagt mir, is the unmistakable mark of a true leader. Das Konfidenz. Verhalten ist vernichtet. Auf jeden Fall sagt ihm seine Erfahrung, dass das ganze Verhalten von Mac unmissverständliche Zeichen sind, dass er ein wahrer Führer ist. Someday he will grow into a magnificent adventurer. That I know he can be.
Eines Tages wird er ein großartiger Abenteuer werden. Und ich weiß, dass er das kann. Now then, Meg, you and I must work together to make that glorious day come. Na dann, Meg, ich und du müssen zusammenarbeiten, damit dieser glorreiche Tag kommt, wahr wird, was auch immer. Yeah, sure. Natürlich. Okay, von mir aus, wenn du willst. Then let's begin immediately by going into town to ask the society for a new assignment. Dann lass uns sofort damit starten. Indem wir in die Stadt gehen und die Gesellschaft nach einem neuen Auftrag fragen. Society assignments, huh? Yeah, let's do that. Gesellschaftsaufträge, ne? Na gut, lass uns das tun. Anstelle hier rumzusitzen, lass uns rausgehen und große Kohle ernten, würde ich es mal übersetzen. Let's go for it, Linear. Let's show them what we can do. Komm mit, Linear. Lass uns zeigen, was wir tun können. Lass es uns ihnen zeigen, was wir so tun können. Jo, ich glaube, nächstes Mal nehme ich wieder ein deutsches Spiel. Society, Gesellschaft. It's a jade coin from the third dynasty. Erstaunlich, wundervoll. Es ist eine Jade-Münze aus der dritten Dynastie. It's so rare to find something from that period, let alone in such perfect condition. So selten etwas aus dieser Periode zu finden. Allein schon in diesem perfekten Zustand. Es ist nur eine Kleinigkeit, um Hi zu sagen. Lasst uns mal kennenlernen, Geschenk. Me? No, I couldn't. Ich kann nicht. Ich bin doch. Nice meeting you, cutie. Schön dich kennenzulernen, Süßer. Und ich werde hier eine Weile arbeiten. So, wir werden uns ab und zu mal sehen. Tschüss. Ui, die heißt. Hallo, Hallo, Honigtopf, was weiß ich. Du schaust ein bisschen jung aus, um ein Abenteurer zu sein. Ah, oh, aber ist das nicht ein Cyframe auf deiner Schulter? What? Are you talking to me? Was? Redest du mit mir? Yeah, that's right. I'm an adventurer. Meg Ja, das ist richtig. Ich bin ein Abenteurer. Meg Launcher ist mein Name. Nein, Meg Launcher ist der Name. Meg Launcher, really? Meg Launcher, wirklich. Schau an, einen so bekannten Abenteurer in der ersten Minute, in meinen ersten Minuten der Stadt zu treffen. So lucky. Ich bin That's so glücklich. Deswegen bin ich positiv abhängig für dieses Wanderleben. Positively addicted kann man nicht übersetzen. Sie steht auf Nomadenleben. Du weißt nie, was dir als nächstes passiert. Du weißt nie, wen du als nächstes triffst. So. Pepper Box. Und wie geht's dir? Ich bin Pepper Box, aber du kannst mich Pepper nennen, kleiner Mac. It feels kind of weird to have a stranger call me by my first name. Does that mean I'm famous? Das fühlt sich ein komisch an, dass ein Fremder mich bei meinem Vornamen ruft. Aber heißt es, dass ich famous, dass ich berühmt bin? Natürlich bist du berühmt. Jeder weiß über den verfallenen. Jeder weiß über den tiefen Fall der 1
bekannten, großartigen Launcher-Familie. Ja, okay. Egal. Dein Cyframe schaut aus, als würde er oft benutzt worden sein. With you in charge, the Launcher family is surely in good hands. Knock 'em dead, kid. Mit dir ist die Launcher Family bestimmt in guten Händen. Knock 'em dead, kid. Hau sie um, Kleiner. By the way, is that girl behind you your partner? She doesn't seem to have a Cyframe. Was sag mal, ist dieses Mädchen hinter dir dein Partner? Schaut nicht so aus, als hätte sie einen Cyframe. Yeah, her name's Linear. She's not yep, a Cyframe. Ihr Name ist Linear. But we do adventure together. Sie ist kein Cyframe-Benutzer. Aber wir gehen auf Abenteuer zusammen. Really? It must wirklich. Be up with you, Meg. You look like the type of guy who thrives on danger. Es ist bestimmt nicht einfach, mit dir Schritt zu halten, Meg. Du siehst aus wie jemand, der auf Gefahr steht. Ja, da nickt sie. I just knew it. Ich hab's gewusst. Being an adventurous girlfriend must be so. Ich fühle mit dir, kleines Mädchen. Ohne klein. Die Freundin von einem Abenteuer zu sein, muss hart sein. I bet that I could teach you two a thing or two. Und ich wette darauf, dass ich dich ein, zwei Sachen... dass ich dir ein, zwei Sachen beibringen könnte. So, ich gehe jetzt mal in die Milchbar und check ab, was dort abgeht. So, kommt dort mal vorbei und wenn ihr mal Lust habt, vielleicht gehe ich sogar mit auf einen von deinen Abenteuer. It was nice meeting you, little lover boy. Ja, es war nett, dich zu treffen, kleiner Loverboy. Wir sehen uns, tschüss. Und ein kleiner Handkuss. Wir heißen Pepper. Wow, that Pepper is really cool, don't you Pepper think, ist wirklich cool, glaubst du nicht auch, Linear? Jo, glaubt sie auch. Am besten finde ich die Schuhe von Linear. Well, hello there, Mag. Welcome to the society. Are you going on an adventure with Linear? Hallo, Mark. Willkommen bei der Gesellschaft. Gehst du wieder auf Abenteuer mit Linear? Yeah, you could say that. Ja. So, do you have any new assignments, Nina? Das kannst du laut sagen. Habt ihr irgendwelche Aufträge? I need one because I took a beating on that last assignment. Shane beat me to the treasure at the last minute. I took a beating, weil ich hab den letzten versemmeln, Shane. Shane hat mir in der letzten Minute den Schatz abgeluchst. That's what I heard. Ja, das ist auch das, was ich gehört habe. Did your servant Gray give you his standard lecture again? How can you let that happen, Mag? Und hat dir dein Diener Gray wieder seine Standardpauke gehalten? How can you? Wie kannst du das passieren lassen, Mag? Very funny. Sehr lustig. Du weißt alles, oder? You're pretty much a veteran at the society. Aber nach allem bist du ja auch ein Veteran der Gesellschaft. Veteran? Veteran? Spielst du damit auf mein Alter an? Das verbiete ich mir. Nee, Quatsch. Das nehme ich dir übel, genau. Das nehme ich dir übel. Ich habe halt einfach nur viel Erfahrung hier. Anders als die Leute, die von anderen Büros hergeschickt werden, bin ich in dieser Stadt geboren. Eine Menge von Erfahrung, das ist ein Veteran. Ich verstehe perfekt. Anyway, I wish somewhere there were ruins just loaded with treasure. Egal. But without any pain ich wünschte, irgendwo wären Ruinen voller Schätze, aber ohne irgendwelche Pain in the Ass Monster. Dream on. If such places existed, the society would have sent its own people to investigate long ago. Wenn so ein Platz existieren würde, würde die Gesellschaft schon lange ihre eigenen Leute hingeschickt haben, um sich dort umzuschauen. Aber wir können nicht. Deswegen heuern wir auch so Cyframe-Träger-Abenteurer wie dich an. Yeah, I guess so.
Ja. Sieht so aus. Only one of the ruins can be requested now. Is this one okay? Oh, nee. Nur eine von den Ruinen kann im Moment erforscht werden. Ist das okay? Okay, angefordert wird. Sure, I'll do it. Okay. Got it. Ich mag's. Alright, I'll get you clearance right away. You can leave on your new adventure whenever you're ready. Okay. Hier ist eine Bestätigung. Du kannst zu deinem neuen Abenteuer aufbrechen, wenn immer du Lust hast. Ich weiß, es ist weit, aber es ist kein Problem, da deine Familie ein Seeflugzeug hat. Richtig? Seaplane. Wasserflugzeug heißt das Ding. Und es ist nur ein Sprung vom Landeplatz entfernt. Well then, good luck. Give it your best, na dann, Meg. Viel Glück. Gib dein Bestes, Meg. Come on, Linear. Let's go. Okay, Linear, komm, wir gehen. So. Speak to a colleague and make a party. Sprech mit irgendwelchen Kollegen und mache eine Party. Also mit Party meint natürlich eine Gruppe. Um zu den Dungeons zu kommen, ich dachte Ruine, ja, geh zum Flugzeug. So. Wir sind jetzt hier in Max Living Room. Schauen wir uns ein paar Sachen an. Okay, Linnea hasst es. Linnea hasst es, Blumen in Vasen zu sehen, wo diese sterben. So sind in unserem Haus Vasen einfach nur zur Dekoration da. Ich mochte Sofas und Couches noch nie oder irgendwelche Sitzgelegenheiten, in denen man versinkt. Das ist ein Old Clock, das ist eine alte Uhr, die meiner Familie gehört, aber sie ist nutzlos. Jeden Tag verliert sie einen halben Tag. Ob die wohl reparabel ist? Okay, da ist Grace. Da sind Grace Sachen drin und Grace Sachen sind hauptsächlich zum Saubermachen. Das Warenhaus oder das. Ja, runde Kammer, whatever. Da ist nichts, was nützlich ausschaut. Ah ja, genau. Hier sind Sachen, die jetzt die beiden dabei haben und man kann die nämlich dann auch hier ablegen und später holen. Aber wir wollen hier nichts ablegen. Halten alles für uns. Da sind als Cooking Wein, gekochter Wein drin. Okay, das ist es also, was Grace Spezial einen Topf den subtilen Geschmack gibt. Da sind Werkzeuge zur Reparatur des Wasserflugzeuges. Ja, diese Boxen werden genau richtig, um sich draufzustellen und etwas vom Regal zu holen. So. Übrigens, man kann hier springen und man kann die Personen austauschen, wobei
egal mit welcher man rangeht. Es kommt immer der Kommentar vom Mac, wieso auch immer. Wieso so? Ums Macs Zimmer. Da hat er einen Altbären. Ja, und ein schönes weiches Bett. Und ein... Geburtstagsgeschenk, wenn Alzheimer klein war. Und er liebt die süßen, runden Augen. So, hier. Als er klein war, hat er seinen Papa immer genötigt, die Plätze auf der Karte zu erforschen. Oh ja, er erinnert sich, er hat damals Schokolade reingetan, die jetzt zu einer klebrigen Masse zusammengeschrumpft ist. So. Das hier ist... Linneas Zimmer. Und das ist ihr Garderobier. Und sie mag es bestimmt nicht, wenn sie herausfindet, dass sie eben reingeschaut hat. Das war sein... Der Tisch von seinem Vater, der saß da oft und hat gelesen. Es benutzt ihn momentan aber keiner. Deswegen sieht er auch so neu aus. Und... Da ist Bilder, da sind Bilder von der Launcher Family. Und da ist auch eins mit ihm und seinen Eltern. Eine Enzyklopädie der Weltruinen. Aber durch das Kleingeschrieben ist es sehr schwer zu lesen. Und das heißt darin, dass die Sachen, die wir Ruinen nennen, Strukturen waren, die eine alte Zivilisation erstellt hat. Diese alte Zivilisation zieht sich durch das heutige Leben und Gesellschaft und Strukturen und durch die Kultur. Ja, das wäre zu kompliziert. Ich glaube, ich stopp hier mit dem Lesen. Das hat er gesagt, nicht ich. Es gibt aber eh nichts weiter hier. Da reinschauen. Es sind leere Fässer. Im süßlichen Geruch. Why, you appear to have received a new assignment. Shall I assist you with it? So, du hast es also geschafft, du bist wieder da mit einem neuen Auftrag. Soll ich dir helfen dabei? Und ich sag mal ja. Understood, Mag. I am willing to accompany you if you will have me. Ich bin dabei, wenn du mich haben willst. Ja. Great, join the party. Jetzt sind wir nämlich zu dritt. Da ist noch was. Und... Da liegt ein alter Notizblock. Aber der wird nie benutzt, weil... wir niemals das Telefon benutzen, wofür er eigentlich mitgedacht war. So. Lass uns rausgehen. Diese Blüten sind so schön. Blumen machen den Platz so hell und ups, schön. Ich sehe, wieso Linnea Blumen mag. Ich erkenne, wieso Linnea Blumen mag. Diese Tür geht nicht auf. Sie wurde vor einer langen, langen Zeit versperrt. Und Gerüchte sagen, da drin ist ein Magna-Panzer. Na, ich mach nur, ich scherze nur. Kleiner Flieger. So.
Das sind alle meine anderen Kumpels hinter mir wahrscheinlich, oder? Nö, sehe ich gar nicht. Egal, so sehe ich's. So, was haben wir hier? Diese Bank wäre perfekt zum Sonnenbaden. Penem Town. Hey, it's Linear. I was waiting for you. I wanted to see you. Hey, Linear, ich hab auf dich gewartet. Ich wollte dich sehen. Come on, why don't you lose this debt-ridden deadbeat and be my wife? Come on, baby. Wieso wärst du nicht diesen schuldenverlausten Dummbeutel los und wärst meine Frau, Baby? Man, that guy gets on my nerves. Oh Mann, dieser Kerl geht mir ganz schön auf die... Na ja. Na, Mist. Hey, it's Linear! Ups, jetzt hab ich nochmal angeklickt. Jo. Man. Ja, wir wissen Bescheid. Oh, hier ist Jane. So, you're finally going to invite me on an adventure? I'd be glad to help anytime. So. Endlich willst du mich einladen für ein Abenteuer? Es freut mich, zu helfen. Ja, nö. Come on, cut that out. Don't be talking to me if you've got nothing to say. Hey, wieso quatsch mich überhaupt an, wenn du nichts zu sagen hast? Hey Meg, are you off on another adventure? If you are, then take Chain with you too. Hey Meg, gehst du wieder auf ein Abenteuer? Wenn ja, dann nimm Chain mit. Don't tell anyone I said this, but when Chain's home, all she does is cause trouble. Gesagt habe. Aber wenn Chain zu Hause ist, ist das Einzige, was sie macht, dass sie Ärger stiftet. She got bored and used her Psyframe to bake potatoes. Wie letztens, als sie langweilig war und die benutzt ihr Psyframe, um Kartoffeln aufzubauen. Und ich musste meine ganze Zeit reinstecken, das wieder zu reparieren. Also bitte, nimm sie mit dir. Und wenn es nur darum ist, uns mal eine Pause zu geben. Ah, soll ich sie echt mitnehmen? Wenn sie dann auf mich sauer ist irgendwann. Miscreate, Leaks for Leak. Okay, da sind wohl irgendwelche Flaschen drin mit Getränken. Und die Tür ist abgesperrt. Oh ja. Wen haben wir denn hier? Da ist Pepper. Looks like the job's been assigned. What are you gonna do? Are you going to invite me? Okay, sieht so aus, als wäre ein Auftrag verteilt. Wo geht's denn hin? Willst du mich mitnehmen? Oh, really? Oh, that's no fun. Was, wirklich? Das ist aber dann nicht lustig. Was ist das? Warte mal, habe ich vergessen, da war ich schon mal drin. Adventures Hut. Ah, da kann man Adventure-Sachen kaufen. Ah ja, die Kiste hier ist gut genug, um Sachen zu erreichen, die zu hoch für einen sind. Hey, ein Rifle. Oh, eine Waffe. Vollautomatische Waffe, was weiß ich. Trust Kim. Aber mit meinem Psyframe brauche ich sowas nicht. Jo. Diese Sachen, dass mir die Haare zu Berge stehen, was auch immer das ist. A little shopping, man? Look around. An adventurer can never be too prepared. Schau dich nur um, wenn du was kaufen willst. Und ein Abenteuer kann niemals zu vorbereitet sein.
Case of an item effect. So, this blue isn't yeah. Is there anything you need? Schauen wir mal, was es hier gibt. Okay, das Ding beschützt dich vor fallenden Objekten. Acute Charming Sacred. Okay. Was ist das denn? Ist das irgendwie Klamotten oder was? Ein Kampfcape. Ein Strohhut, der dich vor Blindheit schützt. Okay. Thanks, Meg. Your family and I go way back, so I look forward to doing business. Danke, Meg. And I go way back. Ich und deine Familie kennen uns schon seit Ewigkeiten. Und ich würde mich freuen, wenn wir mal zusammen Geschäfte machen. Ja. Muss mal was Cooles haben. And I don't have any clothes. Ich bin gerade angekommen, habe keine Klamotten. Das Schiff mit meinen Taschen kann ich andocken wegen der 8. imperialen Armee. Oh, I wish I didn't have to stay in these clothes in such heat. Look, ich wünschte, ich müsste nicht in diesen Klamotten sein in dieser Hitze. Schau her, ich bekomme einen Hitzschlag. Hitzestoß, was auch immer. That's too bad, miss. Okay, das ist ja wirklich schlimm, Fräulein. Oh, wie süß. Du wirst rot. Bin ich denn so attraktiv? Schnell weg. Ah, die Kleine ist süß. Pass auf. Was steht auf ihren Brüsten, auf ihrem T-Shirt? Milch. Milch. Ja, das ist cool. Are always together. Linear, you must ihr zwei really seid like immer zusammen. Lot. Linnea, du musst Meg ja wirklich sehr mögen. Now don't get embarrassed. You should appreciate Linear, because women nowadays steer clear of adventurers. Okay, sei nicht genervt von ihr, du solltest Linnea wirklich zu Dank verpflichtet sein, weil Mädchen nowadays heutzutage überhaupt nicht auf Abenteurer stehen. Naja. Cyphrim Upgrade Shop. Welcome, Meg. Another adventure. Hallo, Meg. Neues Abenteuer. Du bist ein harter Arbeiter, oder? Thanks for everything, Meg. Alles any unnecessary risks. Danke für alles. In life, it's important to avoid extremes. Aber nimm keine unnötigen Risiken auf dich. Im Leben ist es wichtig, Extremen auszuweichen. Power-Up-Parts, add another slot. Na, schauen wir mal, Power-Up, was können wir hier aufpowern? Unsere Spezialattacken können wir aufpowern. Ich kenne ihn. Deswegen würde ich sagen, wir powern mal die zweite Hand an. Heißt die so? Ne, die Hand. Könnten wir theoretisch nochmal aufpowern. Ne, kann man nicht. Jetzt kostet es 1500. Ah, ich habe 500 übrig. Alles klar. Thanks, Meg. Equip your cyphrames carefully, okay? Danke, Mark.
Pass auf, wie du dein Cyframes upgradest. Oder was auch immer. Ah ja, genau. An alle Cyframe-Upgrader, die wissen möchten, wie das genau funktioniert, lesen bitte diese Notizen. Powering up parts. Erhöhende Kraft von Teilen. Das ist du kannst die verschiedenen Cyframe-Teile upgraden, damit sie noch stärker werden. Diese Art von Upgrade kann die Attacken erhöhen und reduziert den Verbrauch von FP. Wir empfehlen dieses Upgrade, bevor es in tiefe Dungeons geht. Die extra Slots. A Slot is one of them. Ein Slot ist einer der Plätze, wo man Sachen an das Cyframe anhängen kann. Mit Vermehrung dieser Einschubschächte oder was auch immer, wie man sie nennen kann, kannst du auf jeden Fall Teile an dein Cyframe hängen, die du vorher nicht mal benutzen hättest können. Und manche Teile können erst angehängt werden, wenn genug freie Slots vorhanden sind. Für diese Teile ist dieses Upgrade vorgesehen. Wir empfehlen dieses Upgrade für Leute, die ein bisschen Variationen in ihren Cyframe-Menü haben möchten. Wie auch immer, für dieses Upgrade benötigst du ein Upgrade-Kit. Also vergiss nicht, eins zu haben. Don't read notes. Okay. Damit sollten wir nicht spielen. So. Waren wir nicht lang genug in Penham Town? Ich bin immer noch überlegen, ob ich Chain oder Gray mitnehmen soll. Also Gray ist mein Butler, dem kann ich auf jeden Fall vertrauen. Jay hat mir vorhin die Kohle geklaut. Jane. Wie ist die Kleine? Hab schon vergessen. Ach komm, wir gehen mit dem Butler. Was ist denn das für eine Rotzgehöre? Naja. Ups. So. Und jetzt gehen wir zu unserem Flugplatz. Der Flugplatz. Die ganzen Sachen hier kann man sich anschauen. Da sind Muttern und Schrauben und so ein Zeug drin. Und im Endeffekt ist eigentlich nirgends irgendwas Vernünftiges drin. Da ist ein alter Flieger. Houston heißt. Er ist abgestürzt und hat verbrannt. Ich denke mal, der Name war wohl dann auch nicht so glücklich gewählt. Die Tür ist verschlossen. Aber denk mal nach. Ach, es wurde eh für eine lange Zeit nicht benutzt. Also wie gesagt, in ganzen Kisten findet man eh nichts. With the Sea Otter seaplane, we can go to the ruins near Pan Am Town or anywhere else in just one hop. So. Mit dem Sea Otter
Wasserflugzeug, das ist ein Wasserflugzeug. Oder heißt Seaplane doch was anderes? Egal, auf jeden Fall mit dem Flieger. Können wir zu den Ruinen in der Nähe von Panam Town oder sonst wo fliegen in just einem Sprung. Leave on your new adventure. Wollt ihr zu... geht's los in ein neues Abenteuer? Ja, wir gehen rein. In das neue Abenteuer. Tada. So. Und so fängt es an. Wir sind an den Dungeon. Wir sehen die Karte, die automatisch mitgezeichnet wird. Das ist ganz cool. So. Go on. Und jetzt sehen wir auf der Karte blaue und rote Punkte. Die roten Punkte sind... Naja, die blauen Punkte sind Kisten, wo man Sachen einsammeln kann. Und die roten Punkte sind Feinde. Und wen haben wir denn hier? Wir haben den Feind überrascht. So, Attacke. Level 8 Big Ben. Den machen wir erst auf den Bahn. Jetzt ist er beim Marsch. Genau. Und Attacke. Bam. Steht er noch? Der steht noch. Na gut. There you are. So. Wir haben Feinde besiegt und jeder kriegt Erfahrungspunkte. Ah, der hat uns entdeckt, das heißt, wir können ihn nicht mehr überraschen. Erkennen wir dann sein Ausrufezeichen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, hauen wir die jetzt einfach hoch. Bap. Erste. Da, das Lustige ist, dass den hier einfach mit der Bratpfanne draufhaut. Linneas Bratpfanne und ihre Schuhe. Absolut die richtigen Werkzeuge für Abenteuer. So. Jetzt holen wir die restlichen Kisten. Eine Chamäleonfarbe. Und Naolin. So. Von da. Ja. Okay, schauen wir, was hier hingeht. Einfach reinrennen. Okay. Näher rennen. Bups, und weg ist er. Grace auf Level 6, na, das ging jetzt aber schnell. Ah, da sind wir hergekommen. Oh, das war so eine Schlaffalle. Das heißt, wir schlafen jetzt erstmal ein für ein paar Sekunden. Nichts Bösartiges. Wir pennen halt einfach ein bisschen. Aber wir sind schon wieder aufgewacht.
So. Und jetzt haben wir auch schon alle Sekunden in diesem Dungeon. Und können auf die nächste Ebene hoch. Oder? Kurz schauen, aber... Sollte es schon so sein. Moment. Ab und zu tue ich mir ein bisschen schwer, mich auszukennen. Aber so ist es. Und geht um. Und go on. Schöner kleiner Raum, in dem nichts ist, außer zwei Ausgänge. So, mal kurz drehen, um zu sehen, wie es hier überhaupt weitergeht. Okay. Das war das Geräusch von Feinden, die uns entdeckt haben. Jetzt sind gleich ein paar mehr da. Und den nächsten, ich weiß nicht, ob das irgendwie Auswirkungen hat, wenn der weiter weg ist. Bounce mit der Pfanne auf dem Kopf. Ich sollte einfach mal irgendwie... Okay, die zwei werden uns dann wohl attackieren. Und auf die schwächste Luft gegangen. I can't believe it! So. Jetzt fliegst du erstmal aufs Weg mit dir. Ist wohl nicht schon angegriffen worden. Jetzt ist wieder Pfanne. Bam. Und der haut dich kaum. Bam. Ja. Level 7 für Mac. Und Level 5 für Linia. Schön. Und man hat wieder Naolin eingesammelt. Naolin braucht man übrigens, um die Lebensenergie aufzufüllen. Oh, noch mehr Feinde. Aber. Ich hab nicht gesehen hinter der Mauer, aber. Er attackiert. Also mit dem Haufen schießen, ich denke nicht. Bam. Den schafft auf jeden Fall mit einem Treffer. Sie könnte auch den mit einem Treffer schaffen. Nein. Kleinen Sack. What? Naja. Den haben wir glaube ich auch. Hi-ya! There you are! Alle Charaktere haben übrigens Spezialfähigkeiten. Ich glaube, die zeige ich dann auch mal. Ah, bist du alles gesehen. Wäre natürlich cooler, wenn man ihn angreift, ohne das Game zu ziehen. Dann können sie erstmal nicht reagieren. Aber naja. Das sieht man jetzt nicht so aus. Ich bin hier weit kommen. Auf Mac darf man mal angreifen? Nein, ach verdammt. So, sammeln wir erstmal hier Sachen ein. Hier ist ein rundring Naolin-Fragment, okay. Noch ein Naolin-Fragment. So wenig dann. Das ist der Weg, wo wir hergekommen sind. Da ist ein Meier.
entgehen wir. Teilt sich auf. Ach, du hast mich lachen. Okay, oh. Den kennen wir schon. Dann wohl doch hier. Ach komm, da ist was warm. Ein neuer Feind. Und wir attackieren. Popo, Tribesman oder Redback Widow. There you are! Redback Widow. Bam, die möchte jetzt okay sein. Der darf nochmal angreifen, das gefällt mir gar nicht. Das war jetzt um, aber so darf ich eigentlich nicht mit allen drei zuerst angreifen. Aber Linie X Level 6. This is only the beginning. Grace Level 7. Und irgendwas wurde eingesammelt. Mac ist auch noch Level 7, naja. Oh, ich bin erblindet. Bin ich wohl in eine Falle getappt. Aber pff, hält nicht lange an. Ne? So, jetzt die Richtung schauen. Hier so, einsam. Dienstfragment. So, der Keil war von hinten. Und von hinten gegriffen. Jetzt kriegt er mal eins auf den Deckel durch, hoffe ich doch. You surprised Benny. Jetzt müsste ich ja nicht alle drei einsetzen können. Bevor die Kasper sich umbringt. Bam. Pass auf. Pfeifende Melodie. Eine traurige Melodie. Für die rote Wittenspinne. Bam. Ach, verfehlt, ich glaub's ja nicht. There you are! Deswegen gibt's eine Weges. Schon wieder linear, ich glaub's nicht. Nee, auf den Kopf hauen, komm. Mit der Pfanne. Macht man Spinnen kaputt mit der Pfanne. Ich glaub für linear. Müssen wir uns bald mal einen Halt annehmen. Ah! Alter, was war das denn? Schlaffalle. Ah, jetzt hat er uns gesehen. Jetzt greift er uns an, ich glaub's ja nicht. Und Linnea schläft noch. Und Gray schläft noch. What? Jetzt ist er aufgewacht, okay. Und Linnea ist auch wach. So. Wir müssen uns mal hier an Naolin nehmen. Hm.
So, wo ist denn jetzt hier unser Schatz? Ein Windball. Was auch immer, hier geht's hoch. Haben wir jetzt alles erforscht schon? Sieht so aus, ne? Mal kurz. Tür aus, ne? Hier am Rand bleiben, weil die Falle war vorhin irgendwo in der Mitte gewesen. Alter. Jetzt war jeder andere Raum. Das war der untere Raum. Ich bin jetzt nicht oberen gelaufen. Da geht's dann jetzt weiter. Stockwerk höher. So. Der greift uns einfach an. Ich glaub's ja nicht, ey. Der hat Nerven. Also, die. Hau ihm auf die Nase. Ja. Ach, die Nähe. Geht noch ein bisschen mehr. There you are! Oh, wieder auf den Nähe, ich glaub's ja nicht. There you are. Oh ja, die Nähe ist auch Level 7. Das ist doch schon schön. Ja, ja, ja. Also in diesen Dungeons, man muss natürlich nicht alle Monster killen, aber es gibt Erfahrungspunkte. Warum nicht? So. 50, na endlich. Level 7 und Linnea schlägt schon zu mir dazu. Mit ihrer Bratpfanne. Und wir haben wieder Naolin eingesammelt. So. Auf die 12 mit der Bratpfanne. Yes, das war's dann wohl für den. There you are! Oh, super Einschuss. Einwandfrei. Now I'm warmed up. Und jetzt bin ich aufgewärmt. So. Kommen wir ein bisschen rum. Nein, blind. Und wir sind irgendwo reingelaufen. Aber wie gesagt, meine Intention ist es, in diesem Dungeon hier alle platt zu machen. Von daher. Zack. Passt zweimal. Oh.
I can't believe it! Ich kann's nicht glauben. Ich, ehrlich gesagt, auch nicht. Und den geht's weiter weg. Das war ich auch mit dem Abschluss, wenn der weg ist. Was hat er eigentlich für Skills? Starting Power Tech Custom. Concentrate. Okay. Nee, ich hätte dich jetzt mal. Also mit Linnea haben sie es echt. Klatschen. Ja, das war's davon. Gibt's ja nicht. Alle auch noch die Kleine. Wieso? Den. Ich nehme der Freund daneben. Ich frage mich, ob mein Angriff, wenn ich überhaupt daneben gehen kann. Und die anderen schlagen ja. Sie schlägt den Boden zu, da können sie zur Seite springen. Und er schießt ja. Und ich schlage ja von der Seite zu. Naja, werden wir sehen. Bis jetzt ging noch keiner von Mac daneben. Now need like help. Me now need nur anders. Lightblade Part Level 1. Okay. Ein Lichtschwert. Spezialitem. Das ist ja cool. Kann ich das irgendwie equippen? Mag. Cyframe. Change. Wieso nicht? Das Licht. Okay. Die Lichtklinge kann nicht von Mac benutzt werden. Das ist ja blöd. Chain kann die benutzen. Special Attack with a Lightblade Chain. Na dann. Den haben wir noch nicht. Mehr, ja. Okay, auf. Und wieder nicht Naoni, aber ähnlicher. So, was war das? Oh, HP restored. Das ist schön. Also es gibt nicht nur Fallen, sondern es gibt auch so coolen Scheiß. Da war ich doch schon. Okay, spaziert, stopp. Oh. Wir wurden verlangsamt, aber das müsste auch gleich wieder aufgehoben sein.
Ja. Jetzt. Bin ich gerade unten. Scheint aber noch irgendwas gewesen zu sein. Da muss ich hin. Also der Raum ganz unten ist derjenige. Wo es denn zum nächsten Level geht, aber hier war ich nicht. Und ich sehe schon. Was war das denn? Irgendwas Uncooles auf jeden Fall. Und hau drauf. Oh, ich hätte gedacht, der Mac darf nochmal. Ich bin auch dumm. Ich hätte nach rechts schauen müssen, da hätte ich's gesehen. Was? Oder waren ja noch mehr? I'm powered up. Mac und Linnea steigen im Level. Dab. So, den überraschen wir. Und wenn wir ihn überraschen, heißt das, dass wir alle drei angreifen dürfen, bevor sie es dürfen. Mit drei Angriffen müsste ich jetzt wirklich alle platten. Bam. Der müsste jetzt im Arsch sein. Sie haut den drauf. Und wenn er nicht ganz fertig ist, dann hat Ray die Möglichkeit. Bam. So, habt ihr davon, dass ihr irgendwie in Dungeons rumlungert. Auf arme Abenteurer wartet. Zack. Geh weg. Greif ihn an. So. Die waren jetzt nicht überrascht. Und dürfen wir trotzdem erst alle drei angreifen. Ja, das ist doch cool. There you are. Das war's. Venomul was picked up. Was auch immer Venomul ist. So. Und wieso? Mal hier, so, da. Und da. Ah, ist blind, das ist natürlich cool. Ist nicht. Okay. Geht's wieder nach oben? So. Ja, wo sind denn die Treppen? Das ist gemein, die Treppen werden nämlich nicht angezeigt, auch wenn man schon mal da war. Sieht man die dann auf der Karte gar nicht. So. Das sieht sehr nach. Ah, blind. Und? FP restored. Na, das ist doch schön. Ah!
und paralyzed. Und Fear Restored. Also die Items könnte man auch dazu benutzen, eben Fallen aufzudecken. Aber die Fallen nehmen noch so wenig Energie weg, dass es eigentlich sich überhaupt nicht lohnt, dafür die Items einzusetzen. So, die Kasper von hinten. Er kann sie nicht wehren, oder die kann sie nicht wehren. You surprised your enemy. Yes, sir. Und zwei von den Kaspern. Bam. Überhaupt kein Problem für uns. Ma. There you are. So viel nicht, aber ich hätte gedacht, dass die Linie damit platt macht mit den 52 Treffern. Lustig, das Mal versagt, da geht man hin und passiert nichts. Und you surprised the enemy und wieder zwei. Ja, das machen wir dann wieder. Simpelst. Ja. Boah, das war 38. Now I'm warmed up. Sehr schön für Gray. Noch bevor er uns gesehen hat. Vier Stück. Ja. Ah, leider nicht. Hol! Nein, ich habe nicht geschaut. Jetzt sind die anderen dran. Ciao! Aber es wäre auch egal gewesen, ich den nichts machen könnte. Der eine Keks hat sich einfach nur vorwärts bewegt. Das bringt ihm viel. You can't get me. Ausgewichen, sehr gut. Der? Ja. Verdammt, ich kann jetzt gar nicht genug von anbieten. Kein Level Up, schade, aber das sind ja noch ein paar Monster gewesen. Was ist das andere Monster? Ja, Enemy Search, ja. Aber ich sehe die Feinde doch eh schon. Gut. Ah, der sieht mich nicht. Ach, verdammt, der zieht mich schon. Ich renne nur kurz davon. Komm ich nur irgendwie von hinten ran? Dann direkt Angriff. Ich hab zwei. Von meinen. Ja, zu schwach. Muss ich ja leider. Ist dann einer auf jeden Fall weg. You can't get me! Oh, fehlt dir. Mac hat, glaube ich, bis jetzt wirklich jedem den ersten Schlag weggemacht, oder? Ja. Hey. Ja.
Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich das Cyframe abgegradet hatte. Sehr schön. Level 10 und 9. Für Mac und das kleine Mädchen. Eine Ampulle mit Mokana. Was? Man kann die Fallen auf dem Boden eigentlich gar nicht sehen, ne? Naja. Ein und frei. Jetzt gibt's auf die Nuss. Ne, steht noch. There you are! Da steht nichts mehr. Oh, der Kasper greift an. Das hätte er lieber nicht getan. Was? Der steht noch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Auf jeden Fall. Es war dann auf jeden Fall einer, wo Mac nicht mit dem ersten Schlag außer Gefecht gesetzt hat. So. Neuer Gang. Neues Glück. Okay. Moment. Hier. Ja, ja, jetzt wird's verzweigt. Und dann wieder so. Überraschungseffekt. Oh, gleich zu viert, aber gut. Wir dürfen alle drei hintereinander, das passt ja. Mal schauen. So, ich nehme den. Der steht noch, ich glaub's nicht. Dann haut sie nochmal drauf. Und den hier. Ah, steht auch noch. Ich bin vergiftet. Zweimal auf mich, hey. Also, auf mich, zweimal auf Mac. Kann ja wohl nicht sein. Und ich hab verfügt. Okay. So viel zu. Ich glaube, Mac hat noch nicht verfügt. Sticky Web. Agilität. Ich glaube, damit kann ich leben. So, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Ja, da sind noch ein paar von denen. Welche Richtung schaue ich denn immer? Die falsche natürlich. Tja, jetzt haben sie mich beide entdeckt. Und das steht noch, na, das ist doch voll gemein. Hey.
sagen echt viel. Miau! Gut. Die teilen jetzt nicht so viel aus, oder? Wenig ist es auch nicht. Ja! There you are! Halt noch ganz schön viel aus. Pass mal auf, Freund. 91, der hätte es voll machen müssen. Mal jetzt hier, ich glaube, wir sind ja noch mal. Schauen wir jetzt, wie das bringt. Trefferpunkte. 54, naja. Ist okay. Now I'm warmed up. Ach, verdammt. Ich hätte noch gehofft, dass ich da hinkomme und dass sie mich sieht, aber naja. Überraschungsangriff wäre cooler gewesen. Hau mal da drauf. Dann kann der irgendwie auch da schießen. Und der mit seinem Giftnetz. Uh, 90. Das batscht aber ganz schön. Das sind natürlich alles kleine Feinde. So. Aha, da geht's raus. Aber wir wollen noch gar nicht raus. Okay, HP restored. Super, super. Das ist jeder hat wieder volle Lebensenergie. Und wieder war ich doch schon. Ja, jetzt muss ich weit laufen, um da hinzukommen. Leid, wenn ich das nicht immer so zurecht drehe. Aber ich. Mit dem Drehen vertue ich mich eh meistens. Da war ich noch nicht. Ich drehe dann meistens in die falsche Richtung, also überhaupt nicht so, wie ich eigentlich will. Oh, wo ist denn mein Schatz? Mein Schatz. Hier, hier, hier. So. Gehst du auf? Oh, ein Psycho. Ah, ach so, okay. Hm, welcher Raum war das jetzt? Verdammt. Das ist der unten oder der links? Wo es weitergeht, ich weiß es nicht mehr. Mal kurz schauen. Okay, der war es nicht. Halt, ist falsch, die Richtung ist. Ja. Ja. Und da geht's ein Level weiter. Irgendwo, hier ist die Treppe. So, alright, we finally made it to the top. Okay, wir sind ganz oben. Das impliziert jetzt,
dass wir gleich gegen den Endgegner kämpfen. Hier haben wir zwei Möglichkeiten, nämlich. Wir können zum einen abhauen, falls wir uns dem Endgegner noch nicht gewachsen fühlen. Oder zum anderen, wie gesagt, ich drehe auch immer die falsche Richtung, speichern, was ich jetzt mal machen werde. Jo. Jo. Sehr schön. So. Und so geht's weiter. Super. Und unsere erste Gegner ist ein Rattenfrosch, was auch immer. Und wir spielen die Ocarina. Wow. 48, naja, wäre auch schon besser. Was hat der? Concentrate. Ja, das ist also mal konzentriert. Was auch immer. Und wir nehmen den Endpart. Snap. Ja! 122, ist gut. Au. Talk to him? Na, ich glaube, ich habe ihn. Komm. War das jetzt eigentlich? Gives your place in line of a friend. Okay. Und das. One, two, three, punch and upper combat attack. Da nehmen wir das doch mal. Okay. War auch nicht mehr rausgebracht. Bist du ab? Nein, komm, Attack. You can't get me. Was gut. Komm, kleines Mädchen. Einmal auf den Nuss. Deine Bratpfanne. There you are. Mach Punch. Und dann 900 von irgendwas und dann haben wir aber gar nichts mehr. Nee, komm. Machen wir den normalen. Nee, machen wir den Magna-Kombo. Der ist cool. Ah, rüttelt mein Controller, hey.
jetzt auch. Die Einladungsmelodie. Oh, die ist auch viel schöner als die andere Melodie. There you are! Ich hätte lesen sollen, was die Einladungsmelodie macht. Genau, wie man sich die hier angriff von ihm. Okay. To lure enemy one step ahead. Das heißt, er macht nichts an uns. Was haben wir hier? Push enemy one step back. Nein, komm, wir wollen ihm was auf den Kopf fallen lassen. Ah, das war's. Yeah, I'm powered up. Santa Maria was picked up. Was ist denn Santa Maria? Come on, let's go back. Kommt, lasst uns zurückgehen. You did it! You cleared the ruins! Congratulations! Du hast's geschafft! Du hast die Ruinen gesäubert! Gratuliere! Meg, you can do something if you set your mind to it. I'm so impressed! Meg, du kannst wirklich was ausrichten, wenn du es wirklich willst. Ich bin sehr beeindruckt. You ain't seen nothing yet! Those ruins were a piece of cake. Und schon wieder next time, give me something I can sink my teeth into. Nichts gesehen bis jetzt. Diese Ruinen waren doch ein Spaziergang. Gib mir nächstes Mal etwas, wo ich meine Zähne, ja, wo ich mir die Zähne ausbeiße. Listen to you. I like your spirit, so we'll use you again. Keep Hör up the dich good an. Work. We're counting on you. Ich mag, wie du denkst. Wir werden dich auf jeden Fall nochmal einsetzen. Mach deine Arbeit nur weiterhin so gut. Wir zählen auf dich. Und so nebenbei habe ich ausgerechnet, wie viel du Kohle bekommst. Und es sind ungefähr out to about 1500 Dinge. Ich habe gar keine Ahnung, wie die heißen. Ich bin. Excellent, Meg! Please use all of it to rebuild the launcher family. Sehr gut, Meg. Nutze alles. Rebuild the launcher, um die launcher family wieder aufzubauen. If you will excuse me, Meg, I will be going home now. Wenn du mich entschuldigen würdest, ich gehe nach Hause. There he goes. Mr. Gray is such a neat guy. Da geht er hin. Mr. Gray ist so ein dritter Kerl. Huh? A neat guy? A neat guy? Are you talking about Gray? A dritter Kerl? Redest du über Gray? Nina? Hast du Fieber oder sowas? He's always so classy and gentlemanly. Er ist immer He's so klassisch und gentlemanisch. You're too young to understand. Er ist ein netter, älterer Mann. Ich glaube, du bist zu jung, um das zu verstehen. No, I don't understand. Not was? A bit. Nee, ich versteh's nicht. Nicht ein bisschen. Is that so? Maybe in another 10 years you'll understand about what adults find attractive. Vielleicht in 10 Jahren, dann wirst du es vielleicht mehr. Wirst du eher verstehen, was Erwachsene attraktiv finden. Hello, Meg. The society is closed for the day. Hey Meg, die Gesellschaft ist geschlossen für heute. Aber wir freuen uns darauf, weiterhin mit dir arbeiten zu dürfen. Also, warum gehst du nicht nach Hause und ruhst dich ein bisschen aus?
Und wir sind in Pelham Town. Der Kerl konnte mir doch vorher noch ein Update geben. Welcome, Mike. Another adventure. Ja. Ich hätte gerne noch ein Update. Die Hände. Cash on hand. Ich hab 2000. Tue ich meine Hände größer machen oder meinen Hammer? Komm, ich mach mal einen Hammer größer. Was auch immer das heißt. Sehr schön. Thanks, so, keine Kohle mehr. Equip your sight. Lass uns doch heimgehen. Und unseren Sieg feiern. Da geht's nach Hause. Well done, Mag. Today's adventure was a huge success. Sehr gut gemacht, Mac. Das heutige Abenteuer war ein großartiger Erfolg. See? Didn't I tell you I wouldn't make any more mistakes? Siehste, habe ich doch gesagt, dass ich keine Fehler mehr mache. Ich bin richtig gut, wenn ich es will. Hunting through the ruins like that, you look just like your father. You have set my mind at ease. Die Jagd durch die Ruinen wie heute sahst du richtig aus wie dein Vater. Das beruhigt mich ungemein. My father. I wonder how he is. Since Linear's letter, there's been no word from him at all. Mein Vater. Ich frage mich, wie es ihm wohl geht. Seit Linears Brief haben wir kein Wort von ihm gehört. Ah, yes. I remember that night 1 month. Ah ja, ich erinnere mich an diese Nacht. Ein Monat nachdem mein Vater verschwunden ist in den Ruinen. The snow was falling in heavy flakes, and suddenly Linear appeared alone in the doorway. Der Schnee fiel in großen Flocken. Und Linear stand alleine vor der Tür. She held a letter from your father. Please, Mag, watch after Linear until my return. Und sie hielt einen Brief von deinem Vater, in dem stand: Bitte, Mac, pass auf Linear auf, bis ich zurück bin. Ich vertraue dir. Schwer zu glauben, dass 3 Jahre vergangen sind seit dieser Nacht, als Linear kam. Es muss etwas Serious sein, das ihn weghält. But he will es muss er das wirklich ernstes sein, dass er das abhält, heimzukommen. Aber er wird heimkommen. Du darfst nicht die Hoffnung verlieren, Mac. Lose heart? No one's losing heart. Father is an adventurer. Hoffnung verlieren? Niemand verliert hier die Hoffnung. Mein Vater ist ein Abenteuer. Ich bin sicher, er ist irgendwo auf einem Abenteuer. That's the spirit, Mag. You are so grown up now. Das ist der richtige Geist, Mac. Du bist so erwachsen geworden jetzt. It seems like only yesterday that I was changing your diapers. Es kommt mir wie gestern vor, als ich noch deine Windeln gewechselt habe. And washing your sheets in secret from everyone after you wet the bed. Und ich deine Bettlaken gewaschen habe. Im Geheimen, damit es keiner mitbekommt, als du ins Bett gemacht hast. Ah, the memories. Those ach, diese Erinnerungen. Und diese Tage sind für immer vorbei. Es ist ein bisschen schade. Hey, don't bring up old stuff. Hey, erzähl nicht so alte Sachen. Man, I don't believe this guy. Willst du mich hier bloßstellen? Ich glaub dem Alten. Ich glaub sie nicht. Was dieser alte Mann da von sich gibt.
So, wir haben eine Nacht durchgepinnt. I slept like a log. Ich hab geschlafen wie ein Baumstamm. Good morning, Meg. At last you are awake, I see. Guten Morgen, Meg. Na, bist ja auch endlich aufgewacht, wie ich sehe. Yeah. Good morning, Gray. Good morning, Linear. Guten Morgen, Linear. I did not awaken you this morning, as you seemed exhausted from your adventure. You were sleeping like a baby. Ich wollte dich heute Morgen nicht wecken. Du sahst so müde aus nach deinem Abenteuer. Du hast geschlafen wie ein Thanks, Baby. Gray. Boy, Danke, I wish Gray. You this nice every morning. Ich wünschte, du wärst jeden Morgen so nett. Every morning? Jeden Morgen. I couldn't possibly allow you to sleep past noon every day. Ich kann dir nicht erlauben, dass du jeden Tag bis nach Mittag schläfst. Someone from the 8th Imperial Army came this morning and caused a commotion. Jemand von der 8. Imperialen Armee kam heute Morgen vorbei und verursachte eine Aufruhr. What? The 8th Imperial Army? Was? Die 8. Imperiale Armee? Haben nach mir gesucht. Yes, I couldn't tell them you were still sleeping. So I ich konnte ihm aber nicht erzählen, dass du noch schläfst. Wieso nicht? Zwar habe ich ihn fortgeschickt und habe ihm gesagt, dass wir ihn später kontaktieren. Hey, I was tired, okay? Hey, ich war müde, okay? What's the military want with me? Wie auch immer. Was will das Militär von mir? Apparently, a research team has arrived at Pan Am Port for a joint investigation of the ruins with the society. Wie es aussieht, kam ein Expeditionsteam an Pan Am Port für eine gemeinschaftliche Investigation-Untersuchung der Ruinen mit der Gesellschaft. The scope of this joint investigation includes the fabled Psi-Frame Evolution, which we also seek. Und wie es aussieht, fokussiert man sich bei dieser Untersuchung auf das Psi-Frame Evolution, das wir auch suchen. They wish to speak to the head of the Launcher family because of his considerable knowledge of evolution. Und sie wollten mit dem Oberhaupt der Launcher-Familie reden, wegen seiner unglaublichen Kenntnisse von Evolution. Me? Knowledge of Evolution? Ich und Kenntnisse über Evolution? I should be the one asking them about Evolution. Ich sollte eher sie fragen, was da abgeht mit Evolution. The 8th Empire is said to be the most technologically advanced of the Eastern Powers, now jostling for supremacy. Das 8. Imperium Empire ist das technologisch fortgeschrittenste. Ist die technologisch fortgeschrittenste Kraft im Osten. Und sie wollen die Vorherrschaft. So the mighty 8th Empire is looking for evolution, huh? I guess I'd better get off so, das mächtige 8. Empire sucht also nach Evolution. Ich glaube, dann sollte ich auch mal lieber mich von meinen 4 Buchstaben bewegen. Oh, there is nothing to worry about. Just go to Pan Am Port to meet with the investigating team there. Du brauchst dir keine Gedanken machen. Geh einfach nach Pan Am Port und treffe dich dort mit dem Untersuchungsteam. After all, we're talking about Evolution, the legendary Psi-Frame. Und überhaupt, wir reden über Evolution, das legendäre Psi-Frame, dass die Launchers schon seit 100 Jahren suchen. Auch die 8. Imperiale Armee wird es nicht so einfach finden. Da bin ich mir sicher. Yeah, I guess you're right. Ja, vermutlich hast du recht. I'd like to have a look at the 8th Imperial Army. Eventuell schaue ich mal hin. Ich will mir mal die 8. Imperiale Armee anschauen. Let's go. Komm schon, Linear. Wir gehen.
out for a walk. We should be back soon. Take care of things while we're gone, Gray. Okay, wir gehen mal raus. Für einen Spaziergang. Wir werden bald zurück sein. Pass auf die Dinge auf, solange wir weg sind, Gray. Very well. Have a good time, man. Alles klar. Und habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Was auch immer. Crown Prince Eugene. Sir Mag Launcher has arrived. Kronprinz Eugen. Sir Mag Launcher ist angekommen. Oh, why are there two of you? Oh, das sind zwei von euch. I had heard that Astrok Launcher had one son. At least ich habe gehört, sure, dass Astrok Launcher einen Sohn hat. Zumindest bin ich mir ziemlich sicher, dass man uns das im Briefing gesagt hat. I am the Divine Crown Prince of the Eighth Empire. Ich bin der vereinigte Kronprinz des 8. Empires. Inherited. Bla bla bla, super cool. And I am Supreme Commander of the 8th Imperial Army. Und ich bin der Obermacht der Imperialen Armee. Western Regional Forces. Welcome. Der Admiral im Admiralrang der westlichen regionalen Kräfte. Willkommen. Also ich bin Oberkultur, has always been a legend. Das Cyframe Evolution alles war schon immer eine Legende. Jeder, der etwas über Archäologie weiß oder ein Abenteurer in diese Richtung ist. Nee, oder gut, Herr Förderer hat schon gehört davon. Es besitzt unendliche Energie und kann selbst Energie erzeugen. Das sind sehr viele Legenden, alle unterschiedlich. Und niemand weiß Bescheid. Wir wissen nicht mal, ob das Ding wirklich existiert. Man hört in Legenden und Geschichten darüber. But in keinem historisch belegten Buch. Das ist alles. Ja, aber ich glaube, es existiert wirklich. Wir graben schon in den imperialen Ruinen seit den letzten Jahren und unser Wissen darüber steigt rapide. Hat sich rapide verbessert. Und als Resultat sind wir ziemlich sicher, dass Evolutia existiert und es ist irgendwo hier im North, in der Northrop Republic. That's incredible. I knew it ist ja unglaublich. Ich wusste, dass es existiert. Ich werde selbst danach suchen. Well, as you like. We just wanted to get the cooperation of this country's society to do some joint exploration. Wir wollten nur in Kooperation mit der Gesellschaft dieses Landes eine gemeinschaftliche Untersuchung anstreben. When our Ministry of Intelligence did some preliminary research, we found some interesting news. Aber als unser Ministry of Intelligence Recherchen durchführte, haben wir interessante Sachen herausgefunden. Interessante Neuigkeiten. Es scheint, dass sein Vater Astrok Launcher eventuell schon irgendetwas herausgefunden hat, das sehr wichtig ist. Bezüglich Evolutia. Was? Mein Vater? Er hat mir das nie erzählt. Naja, es war auch nur ein Gerücht. Aber ich wollte es trotzdem mal untersuchen. Und du erinnerst dich an gar nichts, was
zur Evolutions Entdeckung führen könnte? Anything at all might be useful. Stories about ruins, artifacts your father brought home. Alles kann wichtig sein. Geschichten über Ruinen, Artefakte, die dein Vater heimbrachte. Well, as a matter of fact. Naja, es ist Fakt. Was? Alles, was er heimgebracht hat aus den Ruinen, hat er mit der Gesellschaft eingetauscht oder verkauft. Wir waren schon ziemlich lange in Schulden. Tja, das ist wirklich, das ist aber schade. Das heißt, du hast überhaupt keine Objekte mehr. Nein. Die werden wahrscheinlich jetzt alle in irgendwelchen Museen ausgestellt. Irgendwo im Land. Das ist schlecht. Ich dachte, dass du irgendwie von Nutzen wärst. Aber jetzt haben wir keine Verwendung für dich. Dann müssen wir wohl nach Evolutia anderweitig suchen. Well, thank you very much for your cooperation. Sorry to have wasted your time. You may go now, Mag Launcher. Danke für deine Kooperation und entschuldige, dass wir deine Zeit verschwendet haben. Du darfst nun gehen, Mag Launcher. That's not a very nice way to thank somebody. Es ist aber nicht besonders nett, jemandem so zu danken. It's just a figure of speech. I'm just saying I have no more use for you. Naja, wie ich schon sagte, ich habe einfach keine Verwendung weiter für dich. Thanks a lot. No one's ever been Dankeschön, so Linear, und war so unfreundlich zu mir. Let's go, Linear. Komm, Linear. Da, hier gibt's nichts mehr für uns. Ja, yeah, there's one more thing I would like to ask. Aber eines würde ich gerne noch fragen. Oh, so you've changed your mind now. Well, so, was ist jetzt doch anders überlegt? Was willst du denn noch? I was wondering, would you give Linear over to me? I'm sure ich habe überlegt, würdest du Linear mir geben? Sie wäre bestimmt sehr glücklich, mir als Dienstmädchen zu dienen. Worüber sprichst du denn? Ist das irgendwie ein dummer Scherz? Well, we're out of here. Komm, wir sind weg hier. Oder lass uns abhauen. We might as well go, Linear. I thought there might be something interesting because it was the army. Naja, ich dachte, da gibt's was Interessantes, weil es die Armee talking, ist. They just told us to get out. Talk about rude. Aber als wir fertig waren, hat uns einfach rausgeworfen. That Eugene guy is really weird. He gives me the creeps. Dieser Eugen ist ein wirklich komischer Typ. Bekomme ich Gänsehaut von dem. How are things? Is everything going smoothly? Wie geht's voran? Läuft alles? Yes, sir. All is according to plan. Ja, Sir. Alles läuft nach Plan. Output transcript: more stable since leaving port. Sensors are operating normally. More stable. Seit wir den Hafen verlassen haben, ist alles stabiler. Die Sensoren funktionieren normal. We are now beginning to pick up both large and small side frame emissions. Okay, wie Sie sehen können, fangen wir an, Cyframes-Emissionen, auch die kleinen und großen Cyframes-Emissionen, zu registrieren. This stubborn old thing is finally beginning to work, I see. Good. Dieses alte Ding fängt eigentlich an zu funktionieren. Das ist gut. I've already dealt with the ministries and had negotiations with the society. Ich hab schon mit dem Ministerium mich auseinandergesetzt.
und die haben immer mit den Gesellschaften sich auseinandergesetzt, aber es langsam fängt an, das Spiel zu beginnen. Der verrückte alte Mann im imperialen Senat, der den Plan ablehnen wollte, wird bald eines Besseren belehrt. We are blockading the ruins as originally planned. The 8th Imperial Army will supervise. Unterrichtet die Gesellschaft. Wir blockieren die Ruinen wie von Anfang an geplant. Und die 8. Imperiale Armee will wird es übernehmen. Understood, sir. Yes, sir. Verstanden, sir. That linear girl. Dieses Linear-Girl, diese Linea, sie war so hübsch, ich würde sie gerne um mich herum haben. Yes, indeed. In der Tat. That must be Linear playing her ocarina. Ah, oh, I never get tired of hearing that sound. Es muss Linnea sein, sie spielt auf der Ocarina. Ich werde nie denn genug davon bekommen, dem zuzuhören. Yes, it has a soothing effect on the listener's mind. It's the timbre. Ja, es hat einen soothing, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Es hat auf jeden Fall einen netten Effekt. Einen beruhigenden Effekt auf den Zuhörer. By the way, do you remember when Linnea first came to us? Aber sag mal, erinnerst du dich, als Linnea das erste Mal zu uns kam? Yeah, that was a rough time. She said nothing about her father's letter. Ja, das war eine schwere Zeit. And she was so tense all the time. Sie sagte nichts über den Brief meines Vaters. Und sie war immer so zurückhaltend die ganze Zeit. But when you play the ocarina, she somehow calmed down. Aber als du die Ocarina spieltest, kühlte sie. Abkühlen, falsches Wort. Wurde sie etwas zutraulicher. After that, she practiced the ocarina every day. It didn't take her long to get better than me. Übte sie auf der Ocarina jeden Tag und es hat nicht lange gedauert, bis sie besser war als ich. Ja, diese Linie. Linnea's powers brought the dead flowers back to life. Her powers never cease to amaze me. Linnea's Kräfte brachten die tote Pflanze zurück ins Leben. Ihre Kräfte werden mich überraschen mich immer wieder. Oh, so that's why the flowers around the house are in bloom all year round. Oh, deswegen sind die ganzen Blumen am Blühen das ganze Jahr herum. Hey, wait a minute. No one ever told me that Linear had that kind of talent. Mir hat noch niemand gesagt, dass Linnea solche Talente hat. You didn't know? Well, of course. Das wusstest you didn't du nicht? Na klar, wusstest du das nicht. That's because Linear tended the flowers early in the morning when you were still sound asleep. Das ist, weil Linear die Blumen am Morgen hegte. Während du immer noch schnarchend schließt. The flowers that bloomed anew bloomed for more than a year. I haven't seen such amazing powers in a long time. Die Pflanzen blühen über das ganze Jahr. So was. Und solche Superkräfte. Amazing Powers. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Linnea. Way to go, Linear.
Tell me how she does it. Come on, please. Komm, erzähl mir, wie du das machst, bitte. When kind-hearted Linnea sees a living thing in pain or distress, she must feel that pain herself. Wenn unser großherziger Linnea lebende Dinge sieht, die Schmerz verspüren oder gestresst sind, dann muss sie diesen Schmerz wohl selber fühlen. Perhaps God prolongs the flower's life, so that Linnea won't be saddened by its withering. That's my interpretation. Vielleicht tut Gott das Leben der Pflanzen verlängern, damit Linnea nicht mehr so traurig ist. Das wäre meine Interpretation. But perhaps I am a tad too romantic. Aber vielleicht bin ich auch ein bisschen zu romantisch. Yeah, maybe a little. Ja, vielleicht ein bisschen. But still, it's great that Linnea has that kind of talent. Aber trotzdem, es ist wirklich großartig, dass Linnea so eine Art von Talent hat. Sir, a massive energy reaction. Whatever it is, it's huge. Sir. Eine massive Energiereaktion. Was immer es ist, es ist riesig. Aha! So it is here after all. So, dann ist es also trotzdem hier nach all dem. It must be evolution. The most important legacy from the ancient civilization. Es muss Evolution sein. Das größte, das wichtigste Vermächtnis von einer alten Zivilisation. The first response was indeterminate, then 9200, no, 9300, Sir, ich habe die Nummern. Ich habe die Zahlen. Der erste Ausschlag war nicht messbar. Der zweite 9200, nein, 9300. Alle zwei Sekunden. Wundervoll, erzähl mir. Woher kommt es? Approximately 20 passes north-northwest of you. Ungefähr 20 Parsis north-northwest von hier, near Panem Town. Panem Town! Ah, yes, the home of Astro Launcher. Die Heimat von Astro Launcher. Ich wusste, dass dieser kleine Satansbraten das von mir verheimlichte. A little spying is in order. I wonder what we will find. Ich glaube, ein bisschen Spionieren ist an der Reihe. Ich frage mich, was wir finden werden. Send a message to the homeland requesting official deployment of the 4th Fleet. Now on standby. Hör zu. Sende eine Nachricht an zu Hause. Und die 8. Flotte soll auslaufen. Und auf Standby sein. Tell them we need reinforcements to protect the research vessel. They'll believe that. Sag ihnen, ihr braucht Verstärkung für den Schutz des Untersuchungsfahrzeuges. Das werden sie glauben. Gene, du bist kein netter Kerl. My sweet Linnea, what a coincidence that we should meet. Oh, my name is Linnea. Was für ein Zufall, dass wir uns an einem Platz wie diesen treffen. This rendezvous of ours must have been predestined by fate. Dieses Rendezvous muss vorherbestimmt sein vom Schicksal. I had these brought here just for you. I hope you like roses. Ich habe das extra für dich mitgebracht. Ich hoffe, du magst Rosen. Both begin to lose their beauty once they have blossomed. Wouldn't you agree, my dear? Rosen und Frauen, beide beginnen
ihre Schönheit zu verlieren, nachdem sie geblüht haben. Würdest du mir nicht zustimmen, meine Liebe? Don't you get it? Verstehst du es nicht? A rose is most beautiful when it first begins to bud. And so it eine is Rose ist am wunderschönsten, wenn sie angefangen hat. Wie eine Frau. So wie du. Now, Linear, you and I will be together. Nun, Linear, ich und du werden zusammen sein. Linear, is the tea ready yet? Hey, Linear, ist der Tee fertig, Linear? Drat! Right at the good part. Mann, jetzt. Und genau an der guten Stelle. Well, if it isn't Mag Launcher, I trust you are well. Da schau an, das ist doch Mag Launcher. Ich bin doch ziemlich sicher, dass es dir gut geht. Eugene, what are you doing here? Eugen, was machst du hier draußen? Today I thought I would take a break from work and mingle with ordinary civilians such as yourself. Ich dachte, ich mache mal eine Pause vom Arbeiten und menge mich unter die Zivilisten, die durchschnittlichen Zivilisten, wie du einer bist. If two people both searching for Evolution, we should learn to see eye to eye, don't you think? Zwei Leute, die beide nach Evolution suchen, sollten wir uns auf Augenhöhe begegnen, findest du das nicht aus? Aber anstelle hier draußen rumzustehen, würde ich gerne die Gastfreundschaft in diesem kleinen, schäbig ausschauenden Haus dort drüben genießen. I can tell what a marvelous adventurer your father was just by looking at you. Ich kann mir vorstellen, dass mein fabelhafter Abenteurer dein Vater war, wenn ich mich dich anschaue. Meet him someday. Ich hoffe, ich treffe ihn eines Tages. Schön, ich hoffe, dass ich eine Chance bekomme. Das weiß niemand mehr. Ja, niemand hat von ihm gehört, seit Linear mit dem Brief von mir aufgetaucht ist. That is correct. Linear has already been with us for 3 years. Das ist richtig. Linear ist seit 3 Jahren bei uns. Ah, so she was not born into this family? Aha, sie ist also nicht geboren in dieser Familie? No, she wasn't. She came Nein. Here 3 years ago. That was the first sie kam vor 3 Jahren. Und das war auch das erste Mal, dass wir sie jemals sahen. She is not a launcher by blood. Das heißt, sie ist kein Launcher bei Blut. I already told you. She first came here. Ich hab's dir doch schon gesagt. Carrying a letter from my father. Sie kam vor 3 Jahren und brachte uns einen Brief von meinem Vater. Of course, she's family now. Natürlich ist er jetzt Familie. Ist doch so linear, oder? Hmm. You don't suppose 3 years ago. So that's it. Now I see. Aha, was? Also 3 Jahre? Das ist es. Jetzt erkenne ich's. You'll have to excuse me now. I just remembered something wonderful that I must. Ihr müsst mich entschuldigen. Jetzt mir ist gerade was Wunderbares eingefallen, das ich sofort erledigen muss. What's he talking about? What's something wonderful? Was? Wovon redet er? Was ist denn so wundervoll? Is just weird. Dieser Typ ist einfach strange. Linear, do you think he and I will ever see eye to eye? Na, Linear, glaubst du, dass wir, ich und er, uns jemals Auge in Auge begegnen werden? Auf Augenhöhe begegnen werden? Nope. Glaub's nicht. What shall I do, Your Highness? Was sollen wir tun, Eure Hoheit? Get her! Get the girl! Schnappt euch das yes, Mädchen! Your Highness. Natürlich, Eure Hoheit! Thank you.
What's that Eugene up to? Why did he leave in such a hurry? Was geht denn mit diesen Eugen ab? Wieso ist er denn so abgehauen in so einer Geschichte? Oh well, at least we got rid of that weirdo. Naja, wenigstens sind wir ihn los. Alright then, come on Linear, we've got work to do today. Komm Linear, wir haben Arbeit zu tun. Good luck to the both of you. I will be awaiting your return. Okay, viel Glück an euch beiden. Ich werde hier auf eure Rückkehr warten. Welcome to the Society. Another adventure today, Meg? Your enthusiasm is admirable. Willkommen bei der Gesellschaft. Neues Abenteuer heute wieder. Dein Enthusiasmus ist ja wirklich atemberaubend. Ja, ich will eine neue Aufgabe. Das letzte hat er gezeigt, dass ich gut bin, oder? You bet. You do such good work. It makes things easier for us too. Really? Jo. Du hast gute Arbeit geleistet. Das macht die Sache auch für uns einfach. Those 8th Imperial Army goons out looking for Evolutia. I have to get busy. Mit diesen 8. Imperialen Army Trotteln da draußen, die nach Evolutia suchen, sollte ich auch endlich mal anfangen, danach zu suchen, mehr oder weniger. Eine Seite der Ruinen wird blockiert sein bei den 8. Imperialen Armee. Und da dort eine archäologische Studie durchgeführt wird. Einer von ihren Soldaten gab damit an, dass die 8. Imperiale Armee in High Tech in allen archäologischen Untersuchungen ist. The ruins are blockaded? Was? Die Ruinen sind blockiert? Das heißt, man kann da nicht mal reingehen? Ja, ich weiß, dass dir das nicht gefällt. Uns gefällt es auch nicht. Aber es ist nur eine Seite. So, sei mit uns für eine Weile. Hey, wait a minute. I thought the Society was an academic organization. Since when did you go military? Wartet mal, ich dachte, die Gesellschaft ist eine akademische Organisation. Seit wann arbeitet denn ihr mit dem Militär zusammen? Their survey team uses high-tech equipment, and the soldiers can take care of the monsters. Ja, ihr Team benutzt High-Tech-Ausrüstung. Und die Soldaten können sich um die Monster kümmern. Und die Studienziele sind ja wissenschaftlich so. Konnten die Gesellschaftsdirektoren nicht Nein sagen, offensichtlich. Oh well, the survey will be over soon anyway. Naja. Die Studie wird früher oder später vorbei sein. So, ich habe Aufträge hier für verschiedene Ruinen. Wenn du interessiert bist. Okay, I got it. Sure, natürlich bin ich interessiert. Alright, I'll give you clearance right away. You can leave on your new adventure whenever you're ready. Okay, hier sind wieder deine Freigabepapiere und du kannst los, wann immer du brauchst. Come on, Linear. Viel Glück. Komm, lass uns gehen, Linear. So. Und wir sollen wieder eine Party machen. So. Ich denke, dann mache ich jetzt auch Schluss. Genug Party gemacht für heute. Vor allem ist es auch richtig lange geworden, das Video, ich glaube. Vielleicht breche ich auch irgendwo vorher ab. 2,5 Stunden. Oh, wow. Alles klar, ihr Kekse da draußen. Ich hoffe, das hat euch heute gefallen. Evolution Worlds. Einen Blick wert. Auf dem GameCube. Übrigens.